Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es weiter mit einem neuen Fall in Sachen True Crime. Und diesmal ist es einer, der sich gar nicht weit weg von mir hier ereignet hat. Nämlich gehen wir heute ins Jahr 2001 zurück, nach Neuenburg an die Donau in Oberbayern. Und der Fall, über den ich euch heute berichten möchte, ist einer, der in die jüngere deutsche Kriminalgeschichte einging, als einer der bizarrsten Fälle überhaupt. Wir gehen zurück in den Oktober 2001, in ein kleines, beschauliches Dorf mit gerade mal 2000 Einwohnern. Es liegt im oberbayerischen Landkreis Neuenburg-Schrobenhausen, nördlich von München. Im kleinen Stadtteil Heinrichsheim am Ende einer Straße steht ein heruntergekommenes Bauernhaus mit dazugehörigem Hof. In diesem Haus lebt der Landwirt Rudolf Rupp gemeinsam mit seiner Familie, unter anderem seiner Frau Hermine und seinen beiden Töchtern Manuela und Andrea. Manuela ist die ältere der beiden. Sie ist im Jahr 2001 16 Jahre alt und ihre Schwester Andrea ist ein Jahr jünger. Außerdem lebt unter Rudolf Rupps Dach auch immer mal wieder der Freund seiner älteren Tochter Manuela, der 18-jährige Matthias. Doch warum er nicht immer und regelmäßig dort wohnt, hat einen guten Grund. Denn er wird vom Landwirt Rudolf Rupp regelmäßig hinausgeworfen. Es kommt immer wieder zum Streit zwischen ihm und seinem Schwiegersohn in Spe. Die Streitereien eskalieren so dermaßen, dass immer mal wieder die Polizei am Bauernhof der Rupps auftaucht, um die beiden voneinander zu trennen. In Rudolf Rupps Augen ist sein Schwiegersohn ein fauler Hund, der nichts auf die Reihe bekommt und nichts dazu beiträgt, dass seine Familie, seine Tochter und auch sein Hof in irgendeiner Weise vorankommen. Er mag ihn nicht und deswegen kommt es immer wieder zu heftigsten Streitereien. In der kleinen, beschaulich bayerischen Gemeinde hat die Familie Rupp einen sehr schlechten Ruf. Nicht nur, weil die Polizei regelmäßig am Hof vorbeifahren und die Streitereien schlichten muss, sondern auch, weil der Landwirt selbst, Rudolf Rupp, genannt Rudi, ein streitsüchtiger Choleriker ist, ein Tyrann, der sich jeden Abend nach getaner Arbeit in seiner Stammkneipe im Ort volllaufen lässt und darüber hinaus hoch verschuldet ist. Das ist aber nicht alles. Es wird getratscht über die Rupps. Die Dorfgemeinde tuschelt hinter vorgehaltener Hand, was denn auf diesem verlodderten, verdreckten Bauernhof hinter verschlossenen Türen noch so vorgehen soll. Seit vielen Jahren hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Rudolf Rupp mit einer seiner Töchter ein Verhältnis haben soll. Es soll also Inzucht geben auf dem Hof der Rupps, was im Übrigen, so mutmaßt die Dorfgemeinschaft, auch der Grund ist, warum Rudolf immer wieder mit Matthias, dem Freund seiner ältesten Tochter, so extrem in Streit gerät. Damit nicht genug, rümpft man auch die Nase über das Anwesen der Familie selbst. Der Bauernhof ist unheimlich verdreckt. Die Rupps halten dort Tiere, zum Beispiel Schweine oder auch Kühe, aber die werden offensichtlich nicht artgerecht gehalten. Außerdem haben sie auch noch 6 große Hunde, darunter Schäferhunde und auch Dobermänner, die im Garten der Rupps oftmals an Ketten über viele Stunden und Tage angebunden sind und die offensichtlich unterernährt und nicht anständig gepflegt werden. Gerade in den Abendstunden wird es täglich laut auf dem Hof. Es gibt immer Zoff und Streitereien. Die beiden Töchter Manuela und Andrea besuchen die Schule nur, wenn ihnen gerade danach ist. Und Rudolf Rupp, der Landwirt selbst, so heißt es, fällt vom Schweinestall direkt in die Kneipe und danach wieder betrunken in sein Bett. Niemand möchte mit dieser Familie etwas zu tun haben. Kommen wir jetzt zum 12. Oktober des Jahres 2001. An diesem Freitag in den frühen Abendstunden fährt Rudolf Rupp wie jeden Tag mit seinem Mercedes zu seiner Stammkneipe. Ein Vereinsheim ganz in der Nähe seines Hofes. Man kennt ihn dort, denn er ist ja eigentlich täglich da, nur sitzt er immer so ein bisschen abseits von den anderen, die sich dort treffen, und dafür gibt es auch gute Gründe, denn mit der Familie will ohnehin niemand was zu tun haben und Rudolf Rupp ist daran nicht unschuldig, denn er ist ein Choleriker, er ist sehr streitsüchtig und er gerät regelmäßig mit anderen aneinander.
Er muss immer das letzte Wort haben und wenn er einen gewissen Pegel hat, dann kann das Ganze auch schon einmal eskalieren. Was noch dazu kommt, ist, dass er meist direkt in die Kneipe kommt, wenn er mit seiner Arbeit auf seinem Hof fertig ist. Das heißt, wenn er den Stall sauber gemacht hat oder wenn er das Feld bestellt hat und er kommt tatsächlich in seiner Arbeitskluft, also quasi in seiner Latzhose und seinen vor Mist dreckigen Gummistiefeln schwitzend in diese Kneipe und ja, deswegen sitzt auch um ihn herum eigentlich niemals jemand, weil er da eben vor sich hin stinkt. Rudi Rupp ist im Jahr 2001 53 Jahre alt, jedoch wirkt er viel älter und auch verbrauchter, was daran liegt, dass er einfach zu viel Alkohol trinkt. Außerdem ist er Diabetiker und wiegt zu diesem Zeitpunkt fast 100 Kilo. Trotz gesundheitlicher Probleme hält ihn das nicht davon ab, täglich zu tief ins Glas zu schauen. Und auch an diesem Freitagabend tut er das, was er immer tut. Er sitzt in seiner Stammkneipe und trinkt und schimpft. Vorzugsweise über seine eigene Familie, zum Beispiel über seine Frau Hermine und seine beiden Töchter. Diese faulen, nichtsnutzigen Weiber, wie er sie nennt, würden ihn noch eines Tages ins Grab bringen. Denn sie würden nichts arbeiten und darüber hinaus überhaupt nichts zum Fortkommen seines Hofes beitragen. Aber auch sein Nichtsnutz von Schwiegersohn Matthias würde seinen Teil nicht beitragen. Bis kurz vor Mitternacht trinkt er weiter. Die Gäste verlassen nach und nach das Vereinsheim, aber Rudi bleibt auf seinem Stuhl sitzen. Um kurz vor 1 Uhr morgens dann möchte der Wirt aber jetzt auch schließen und bittet Rudi zu gehen. Der steht auf, schnappt sich seinen Autoschlüssel und wankt mit 8 Bier, die er intus hat, hinaus zu seinem Mercedes. Dort sperrt er die Tür auf und setzt sich hinters Steuer. Man vermutet, dass er zu diesem Zeitpunkt ca. 2,5 Promille Alkohol im Blut haben muss. Hält ihn aber nicht davon ab, dass er den Motor anlässt, beim Hinausfahren noch einen Blumenkübel, der vorm Vereinsheim steht, über den Haufen fährt und dann verlässt er das Vereinsheim. 2 Tage später, am 14. Oktober 2001, betritt Hermine Rupp, die Frau von Rudi, die Polizeistation in Neuenburg an der Donau. Der Grund? Sie möchte ihren Mann als vermisst melden. Dieser wäre Freitag nachts nicht mehr von der Kneipe nach Hause gekommen. Sie hätten daraufhin alles um den Hof herum durchsucht, hätten ihn nicht gefunden. Und deswegen möchte sie jetzt eine Vermisstenanzeige aufgeben. Die Aufklärungsstatistik bei Vermisstenfällen und Verbrechen der bayerischen Polizei ist im bundesweiten Vergleich extrem hoch. Sie sind personell und auch ausstattungsmäßig sehr gut aufgestellt und genießen einen exzellenten Ruf. Und auch die Polizei in Neuenburg an der Donau ist stolz auf ihre Aufklärungsquote und beginnt deswegen auch direkt nach Rudi Rupp zu suchen. Sie möchten ihn unbedingt finden und eine groß angelegte Suchaktion beginnt direkt, nachdem seine Frau Hermine ihn als vermisst gemeldet hat. Die Wälder, Felder und Kanäle, die in dieser ländlichen Gegend natürlich zahlreich vorhanden sind, werden genauestens unter die Lupe genommen. Die Polizei setzt auch Hubschrauber und Wärmebildkameras ein, jedoch keine Spur von Rudi Rupp. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Sie versuchen herauszufinden, ob irgendjemand an diesem Freitagabend noch mit Rudi Rupp nach seinem Kneipenbesuch gesprochen hat. Irgendjemand, der vielleicht wüsste, was danach mit ihm passiert ist. Vielleicht hat er irgendjemand gesagt, dass er noch was vorhat oder vielleicht mitgeteilt, wo er hin möchte. Die Polizei beginnt im Vereinsheim und dort stellt sich heraus, dass an diesem Abend, abgesehen vom Wirt selbst, niemand mit Rudi Rupp gesprochen hat. Der Wirt allerdings kann den Beamten zumindest ein bisschen weiterhelfen. Er erzählt, dass der Landwirt mit 8 Bier an Bord um kurz vor 1 Uhr morgens das Vereinsheim verlassen hat. Er sagt aus, er hätte ihm noch angeboten, dass er ihn nach Hause fahren kann, aber das wollte Rudi Rupp auf keinen Fall. Er hätte sich, so sagt der Wirt aus, dann hinters Steuer seines Mercedes gesetzt, wäre die kiesige Auffahrt aus dem Vereinsheim hinaufgefahren und dann nach rechts abgebogen. Und ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, dass der Hof von Rudolf Rupp nicht sehr weit weg vom Vereinsheim selbst gelegen hat. Der Wirt sagt aus, dass er nach rechts abgebogen ist und dort geht es zu ihm nach Hause.
Es werden keine Zeugen gefunden, die Rudolf Rupp nach dem Verlassen des Vereinsheims noch irgendwo gesehen haben. Also war der Wirt, der gesagt hat, dass er den Eindruck hatte, dass er nach Hause möchte, und es sah eben auch so aus, als möchte er direkt nach Hause fahren, der Letzte, der ihn gesehen hat. Der Wirt macht dann allerdings noch eine weitere interessante Aussage bei der Polizei. Nämlich sagt er, dass Hermine Rupp nur einen Tag, bevor sie ihren Mann als vermisst gemeldet hat, bei ihm in der Kneipe aufgetaucht ist. Sie wollte die Schulden ihres Mannes dort bezahlen. Es war allgemein bekannt, dass Rudolf Rupp in der Kneipe immer anschreiben ließ und irgendwann mal dann seine Schulden gezahlt hat. Und plötzlich taucht seine Frau auf und möchte seine Schulden bezahlen. Was dem Wirt auch noch aufgefallen ist, ist, dass Andrea, die jüngere Tochter von Rudolf Rupp, ebenfalls bei ihrer Mutter dabei war und dass sie die ganze Zeit geweint hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, ihr Vater ist nicht nach Hause gekommen. Das hat sie wahrscheinlich jetzt traurig gemacht, deswegen hat sie geweint. Abgesehen von dem Wirt kann die Polizei auch in den nächsten Tagen keine weiteren Zeugen mehr ausfindig machen, die Rudi Rupp in dieser Nacht oder danach noch gesehen haben. Das Ufer der Donau wird auch noch einmal abgesucht. Taucher kommen zum Einsatz, aber ergebnislos. Rudi Rupp und sein Wagen sind spurlos verschwunden. In den Wochen, die daraufhin folgen, gibt es für die Polizei keine weiteren Anhaltspunkte dafür, dass Rudolf Rupp eventuell einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Keine heißen Spuren, keine weiteren Zeugen, nichts. Im Dorf dagegen wird heiß und ausführlich diskutiert. Was könnte mit dem Landwirt passiert sein? Ist er freiwillig verschwunden? Hat er sich vielleicht etwas angetan oder ist er doch einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Es wird getuschelt. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden viele Monate, doch weiterhin keine Spur von Rudolf Rupp. Die Gerüchteküche dagegen, die brodelt in dieser Zeit fast über. Im Dorf wird geredet. Es heißt, dass die Polizei sich doch jetzt bitte endlich mal auf die Familie selbst konzentrieren soll, denn die werden es dann wohl selbst gewesen sein. Die Polizei sollte sich mal den Misthaufen auf dem Hof genauer ansehen, da würden sie vielleicht auch die Knochen finden. Andere halten dagegen und sagen, dass Rudolf Rupp nie mehr gefunden wird, denn den hätte man ja an die Hofhunde verfüttert. Bisher gab es keinerlei Hinweise darauf, dass die Familie irgendetwas mit dem Verschwinden von Rudolf Rupp zu tun haben könnte. Sie war nicht im Visier der Ermittler. Allerdings, an einem Montag morgens um 6 Uhr rückt dann auf einmal die Polizei auf dem Bauernhof an. Im Gepäck einen Durchsuchungsbefehl. Der ganze Hof wird von oben bis unten abgesucht. Und das, was die Ermittler finden, nicht nur, dass der Hof selbst in einem katastrophal verdreckten Zustand ist, nein, es liegt auch im Haus überall Müll und Dreck herum. Die 6 Hunde der Familie laufen völlig verwahrlost im Haus und auch auf dem Hof herum. Sie sind unterernährt und als die Polizei dann ins Haus hineingeht und den Keller betritt, da schlägt ihnen ein bestialischer Gestank entgegen. Dieser kommt dann auch von dem ganzen Dreck und Müll, der da herumliegt, aber sie machen noch eine wirklich schreckliche Entdeckung. Sie finden nämlich im Keller einen völlig abgemagerten, verwahrlosten Schäferhund liegen. Er liegt in seinem eigenen Kot und Urin und hat eine eitrige Schnauze und ein verletztes Ohr. Ich muss sagen, dass ich an diesem Punkt in meiner Recherche kurz mal durchatmen musste, kurz mal Pause gemacht habe, weil mich das tatsächlich sehr aufgewühlt hat. Immer wenn es um Tiere geht, bin ich ganz besonders empfindlich. Das wird jetzt den einen oder anderen von euch wundern, der meine True Crime Videos guckt. Ich meine, ich spreche hier über schwere Verbrechen an Menschen, aber ich verabscheue einfach Leute, die nicht anständig mit Tieren umgehen. Ich kriege da wirklich eine Wut und ich muss auch sagen, dass ich aber auch ein bisschen geschmunzelt habe. Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Denn ich muss ehrlich sagen, dass ich es sehr erhellend fand, dass die Dorfgemeinschaft wohl in der Lage dazu gewesen ist, hinter vorgehaltener Hand jahrelang über die Rupps und ihr Verhalten zu lästern, dass aber keiner auf die Idee gekommen ist, mal das Veterinäramt anzurufen und denen zu erzählen, dass dort die Tiere offensichtlich nicht artgerecht gehalten werden. Denn ich hatte es euch ja vorhin schon erzählt, es war wohl bekannt, dass dort die Tiere auf dem Hof
ja, nicht gut versorgt worden sind und so weiter. Auf die Idee ist wohl niemand gekommen. Wie auch immer, bei der Untersuchung durch die Polizei wird weder im Haus noch auf dem Hof auch nur der leiseste Anhaltspunkt dafür gefunden, dass ein Verbrechen an Rudolf Rupp durch seine eigene Familie stattgefunden hat. Kein Blut, keine Spuren, keine Tatwaffe und vor allen Dingen keine Leiche. Trotzdem wird das, was jetzt im Anschluss passiert, als einer der größten Justizskandale der deutschen Geschichte bekannt werden. Denn am nächsten Morgen, da taucht die Polizei gleich wieder am Haus der Familie auf. Diesmal, um alle direkt mitzunehmen. Hermine, ihre beiden Töchter, aber auch Matthias, der inzwischen fest auf dem Bauernhof lebt, wird mitgenommen. Es ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Information auch für die Zukunft dieses Falles, die ich euch jetzt sage. Denn alle Mitglieder dieser Familie waren minderbegabt. Hermine Rupp zum Beispiel hat einen Intelligenzquotienten von gerade mal 50 erreicht. Und auch ihre beiden Töchter, ich hatte es glaube ich vorher schon gesagt, haben die Sonderschule besucht, eher schlecht als recht, denn sie waren öfter nicht dort, als dass sie dort waren. Und auch Matthias hat ein schweres Alkoholproblem, seit er 13 Jahre alt ist. Er stottert, wenn er unter Druck gesetzt wird, und er kann im Prinzip in dieser Situation keinen geraden Satz herausbringen. Was dazu kommt ist, dass als die Rupps dann auf der Wache der Polizei ankommen, keiner von ihnen einen Anwalt an ihrer Seite hat. Die Polizei sagt, dass keiner einen Rechtsbeistand brauchen würde. Schließlich wären die Familienmitglieder nur hier, um als Zeugen verhört zu werden und nicht als Verdächtige. Nichtsdestotrotz, ihnen wäre ein Rechtsbeistand zugestanden und sie hätten auch darüber informiert werden müssen. Gerade wenn man jetzt diese Minderbegabung mit in den Topf wirft, dann das anschließend fast 6 Stunden lange Verhör dieser Familie ist nicht aufgezeichnet oder protokolliert. Das heißt, man weiß nicht, was da gesprochen wurde, welche Fragen gestellt worden sind, und man weiß auch im Prinzip nicht, wie es dazu kam, wozu es dann kam. Als nächstes muss ich eine Triggerwarnung aussprechen, denn es wird sehr eklig und brutal, wenn ich euch jetzt das Geständnis bzw. die Geständnisse, die die Familienmitglieder auf der Polizeiwache gemacht haben, erzähle. Deswegen, wenn ihr euch selbst so einschätzt, dass euch so etwas triggern kann, dann skippt einfach bitte zu der Zeit vor, die ich euch jetzt hier einblende. Laut Aussage, die bei der Polizei an diesem Tag gemacht wurde, soll sich nämlich Folgendes zugetragen haben. In dieser verhängnisvollen Nacht des 12. Oktober 2001. Um kurz nach 1 Uhr morgens soll Rudolf Rupp, nachdem er das Vereinsheim verlassen hat, tatsächlich an seinem Bauernhaus angekommen sein. Mit an Bord 2,5 Promille Alkohol. Er schwankt also in sein Haus hinein und trifft kurz nachdem er hineingeht schon auf seinen Schwiegersohn Matthias. Wie üblich fangen die beiden an zu streiten. Rudi Rupp hat zu diesem Zeitpunkt mächtig Alkohol getankt und wie immer ist er da ganz besonders in Streitlaune. Dieses Mal soll das Ganze also aber so dermaßen eskaliert sein, dass Matthias seinem Schwiegervater ins B eine Holzlatte über den Schädel gezogen hat. Rudi Rupp soll daraufhin sofort zu Boden gegangen sein, Matthias aber soll weiterhin auf ihn eingeprügelt haben. Kurze Zeit später soll Hermine durch den Lärm angelockt dazugekommen sein und auch sie soll mit Händen und Füßen auf ihren Ehemann eingeprügelt haben. Auch die beiden Töchter Manuela und Andrea sind dazugekommen und auch sie haben mit aller Kraft auf ihren Vater eingeschlagen. Das Ganze ging eine ganze Zeit lang so, aber Rudolf Rupp hat noch Geräusche von sich gegeben und sich auch noch ein bisschen bewegt. Darum beschloss Matthias dann, seinen Schwiegervater in den Keller hinunterzutragen. Dort, so die Aussage weiter, hätten er und Manuela mit einem schweren Eisenhammer Rudolf Rupp den Schädel eingeschlagen. In den frühen Morgenstunden fängt die Familie dann an, Rudis Körper zu zerlegen. Mit scharfen Messern, Sägen und Äxten trennen sie ihm die Hände und die Füße ab und auch den Schädel. Das Blut, das natürlich in Massen fließt, schöpfen sie mit Joghurtbechern ab und nehmen den Körper aus. Alles, was von Rudolf Rupp übrig bleibt, hacken sie klein und verfüttern es an die 6 Hunde, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Hof leben. Es gibt unfassbare Verbrechen, unglaubliche Taten. Und auch wenn es sich jetzt so anhört, als könnte der beste Horrorautor
Keine solche Geschichte konstruieren wie die, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, gibt es Verbrechen dieser Art. Dann ist das jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, das kann ja gar nicht stimmen, denn wie gesagt, es gibt solche extremen Taten auf jeden Fall. Allerdings gibt es einen kleinen, feinen und sehr, sehr wichtigen Unterschied. Für die meisten extremen Verbrechen dieser Art lassen sich eindeutige Beweise und Spuren finden. Nicht so hier. Die Familie hat bei der Polizei also dieses Massaker beschrieben, das sich da in dieser Nacht zugetragen haben soll. Und die Polizisten segnen das offensichtlich einfach mal so ab, obwohl alles dagegen spricht, dass es so überhaupt stattgefunden haben kann. Denn wenn Rudolf Rupp in dieser Nacht von seiner Familie erst einmal erschlagen worden und danach regelrecht, man kann es ja schon gar nicht anders sagen, dahingemetzelt und geschlachtet worden wäre, dann hätte man vor allen Dingen in diesem dreckigen und verlotterten Bauernhaus, das niemals geputzt und aufgeräumt worden ist, definitiv Spuren gefunden. Rudolf Rupp muss unheimlich viel Blut verloren haben. Erstens mal, nachdem alle auf ihn eingeschlagen und eingeprügelt haben, aber selbst wenn dann noch nicht, dann spätestens als ihm mit dem Eisenhammer der Schädel eingeschlagen worden ist. Aber falls dann noch nicht, dann spätestens als laut Aussage von Matthias das Blut mit Joghurtbechern abgeschöpft worden wäre. Auch die Geschichte mit den Hunden kann nicht wirklich stimmen. Denn selbst wenn er an die Hunde verfüttert worden wäre, was an sich schon mal, wenn man sich die anderen Umstände anschaut, nicht wirklich passen kann, so hätten Knochen übrig bleiben müssen, die die Hunde nicht fressen können. Große Knochen, wie zum Beispiel der Oberschenkelknochen und so weiter. Aber man hat davon nichts gefunden. Dann widerspricht sich auch die Aussage, die Matthias gemacht hat, dass er seinen Schwiegervater in den Keller hinuntergeschleppt hat, nachdem alle auf ihn eingeschlagen hätten. Denn ich hatte euch vorhin schon gesagt, Rudolf Rupp hatte fast 100 Kilo und Matthias war um ein Vielfaches leichter. Er hätte ihn also überhaupt nicht in den Keller hinuntertragen können. Und selbst wenn zwei oder drei Familienmitglieder mitgeholfen hätten, wäre es sehr, sehr schwer möglich gewesen, das zu bewerkstelligen. Auch keine Tatwaffen werden gefunden. Weder das Messer, noch das Beil, noch die Säge. Nichts davon. Keiner der Rupps ist vorbestraft. Auch Matthias nicht. In der Vergangenheit haben sie sich nie groß etwas zu Schulden kommen lassen und es gibt keinen einzigen forensischen Beweis, weder im Haus noch um das Haus herum, dass das so stattgefunden haben soll, wie sich es die Ermittler jetzt zurechtgelegt haben, beziehungsweise wie es, wie auch immer, zu diesen Aussagen gekommen ist. Und auch bei der anschließenden Tatortbegehung, die diesmal von der Polizei auch gefilmt wird, wirkt das Ganze wirklich fast schon lächerlich. Die Familienmitglieder stehen im Haus herum, teilweise mit den Händen in den Taschen und mit gesenktem Kopf. Die Ermittler stellen Suggestivfragen, auf die dann die Mitglieder einfach nur mit Ja oder Nein antworten können. Matthias stottert nur vor sich hin, man versteht ihn gar nicht richtig. Teilweise lachen die Töchter von Rudolf Rupp auch, weil sie einfach überhaupt nicht offensichtlich verstehen, worum es hier eigentlich geht. Also es ist wirklich, es ist eine Farce. Sie sind ganz offenbar weder psychisch noch körperlich in der Verfassung, die vorangegangene Vernehmung in irgendeiner Weise vernünftig durchzustehen, noch diese Tatortbegehung, was man ganz, ganz deutlich sehen kann, wenn man sie sich mal anguckt. Es ist also ganz offensichtlich, dass weder Hermine noch ihre beiden Töchter, aber auch Matthias, erstens mal wegen ihrer Minderbegabung, aber zweitens auch wegen ihrem körperlichen und psychischen Zustand, überhaupt nicht angemessen auf so eine Situation reagieren können. Die Polizei dagegen ist absolut zufrieden mit sich. Endlich ist der vermissten Fall Rudolf Rupp aufgeklärt. Es war ein unheimlich brutaler Mord. In einer Art und Weise, wie es ihn in Deutschland noch nie gegeben hat. Die Boulevardblätter sind voll von den Hunden, die Rudolf Rupp gefressen haben sollen. Er wurde brutal ermordet von seiner eigenen Familie. Es gibt zwar keinerlei Beweise dafür, abgesehen von diesen Aussagen, aber völlig egal. Und so sieht das im Übrigen 2005 auch das Landgericht Ingolstadt. Denn Hermine und Matthias werden zu langjährigen Haftstrafen wegen Totschlags verurteilt. Und die beiden Töchter Andrea und Manuela, die werden wegen Beihilfe ebenfalls zu langen Haftstrafen eingesperrt. Doch damit sollte dieser ohnehin schon völlig verrückte Fall noch nicht am Ende sein. Denn im März 2009, die Rupps sitzen mittlerweile schon einige Jahre in Haft,
Da wird die Wasserschutzpolizei zur Donaustaustufe in Bergheim gerufen. Das Wasser kann nicht mehr richtig ablaufen und es wird vermutet, dass ein oder mehrere Autos das Ablaufen des Wassers verhindern. Die Taucher rücken an der Donau an und sie stellen ganz schnell fest, dass es tatsächlich zwei Autos sind, die diese Stauung blockieren. Beide Autos werden geborgen und das erste Auto wird auch ganz schnell abtransportiert. Das zweite allerdings wird ebenfalls geborgen und als das Nummernschild sichtbar wird, das immer noch am Auto angebracht ist, da wird ganz schnell klar, dieses Auto wird schon sehr, sehr lange Zeit gesucht. Es ist der Mercedes von Rudolf Rupp. In den vielen Jahren, in denen das Auto in dem trüben, grauen, dunklen Wasser der Donau gelegen hat, hat es sich von oben bis unten mit Schlamm vollgesaugt. Die Wasserschutzpolizei beginnt mit der Bergung, bei der leider Gottes auch die Windschutzscheibe bricht und der ganze Schlamm aus dem Auto herausschießt. Aber auch die Leiche von Rudolf Rupp kann aus seinem Auto geborgen werden. In der Gerichtsmedizin wird festgestellt, dass der Körper erstaunlich gut erhalten ist, was wahrscheinlich an dem eiskalten Wasser der Donau liegt. Die Gerichtsmedizin kann keinerlei Fremdeinwirkung am Körper feststellen. Das heißt, dass ein Verbrechen so gut wie ausgeschlossen ist. Der Körper weist also keinerlei Spuren von Gewalt auf. Und trotz dieser neuen Belege dafür, dass mit der Verurteilung von Familie Rupp etwas ganz und gar nicht gestimmt haben kann, sieht die bayerische Justiz erst einmal keinen Handlungsbedarf. Denn nur weil die Entsorgung des Körpers von Rudolf Rupp jetzt nicht durch die Hunde oder durch den Misthaufen, sondern durch die Donau stattgefunden hat, heißt das noch nicht, dass hier Fehler begangen worden sind. Schließlich und endlich wurden Geständnisse gemacht. Und es hat nicht nur einer ausgesagt, dass es so war, sondern alle miteinander. Was allerdings erst viel später herauskam, ist, dass die Aussagen sich doch erheblich unterschieden haben. So zum Beispiel hat ja Matthias erzählt, er hätte zuerst auf seinen Schwiegervater eingeschlagen. Allerdings sagt Hermine Rupp, dass sie auf ihren Mann zuerst getroffen ist. Manuela dagegen oder auch Andrea erzählen die ganze Sache wieder anders. Es wurde sich ständig widersprochen, trotzdem kam es zu der Verurteilung und auch jetzt, wo Rudolfs Körper in seinem Auto in der Donau gefunden wird und es keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen gibt, gibt es kein neues Verfahren. Die nächsten Monate passiert erst einmal gar nichts. Im März 2010, also fast ein Jahr nachdem der Mercedes und auch der Körper von Rudolf Rupp in der Donau gefunden wird, da übernimmt aber jetzt das Oberlandesgericht München. Und die ziehen endlich das längst überfällige Wiederaufnahmeverfahren auf. Das Wiederaufnahmeverfahren beginnt dann Anfang 2011. Es werden alle neuen Beweise vorgelegt und die Mitglieder der Familie Rupp und auch Matthias haben sehr, sehr gute Strafverteidiger an ihrer Seite, die neuen Beweise vorlegen. Und tatsächlich, im Februar 2011 wird Matthias und auch Hermine freigesprochen. Die beiden Töchter, Manuela und Andrea, sind zu diesem Zeitpunkt bereits schon wieder auf freien Fuß. Dass Rudolf Rupp nicht von seinen Hunden gefressen wurde, das ist mittlerweile klar. Und dass dieses Verbrechen in dieser brutalen Art und Weise, wie es die Familie gestanden hat, auch nicht stattgefunden hat, das ist ebenso klar. Doch das letzte Geheimnis rund um Rudolf Rupp, das konnte nicht wirklich gelöst werden. Als man nämlich seine Leiche geborgen hat, da hat man den Autoschlüssel in seiner Hosentasche gefunden. Nicht im Zündschloss, wo man ihn ja eigentlich vermuten könnte. Außerdem wurde Rudolfs Körper nicht sitzend auf dem Fahrersitz gefunden, sondern er saß im Fußraum bei den Pedalen. Und zwar mit dem Rücken zum Lenkrad. Darum gibt es auch heute immer noch ganz, ganz viele Menschen, die der Meinung sind, dass Rudolf Rupp sehr wohl ermordet und dann in der Donau entsorgt worden ist. Denn warum hätte er den Autoschlüssel abziehen und in seine Hosentasche tun sollen? Das muss dann wohl jemand anders für ihn getan haben. Und warum sollte er denn zusammengekauert unten im Fußraum mit dem Rücken zum Lenkrad in seinem Auto sitzen, wenn er selbst hineingefahren ist? Das sieht doch viel eher danach aus, als hätte ihn jemand in das Auto unten in den Fußraum hineingestopft. Andererseits kann man natürlich auch logisch argumentieren und sagen, dass Rudolf Rupp in dieser Nacht schwer angetrunken gewesen ist.
Vielleicht hat er sich verfahren oder vielleicht wollte er an der Donau noch eine Runde spazieren gehen oder nochmal ein Bier trinken, denn man hat auch im Kofferraum noch eine volle Kiste mit Bier gefunden und hat dann irgendwie die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Donau hineingefahren. Das Auto ist wahrscheinlich sehr, sehr schnell gesunken. Es hat sich schnell mit Wasser gefüllt. Und Rudolf Rupp hat dann vielleicht versucht, in seiner Panik aus dem Auto hinauszukommen, hat vielleicht auch aus einer Kurzschlussreaktion heraus den Schlüssel abgezogen und in seine Hosentasche gesteckt. Wer weiß schon, was in einem Menschen vorgeht, der in so einer Situation ist, dann ist er vielleicht nicht mehr herausgekommen aus dem Auto und hat sich vor lauter Panik oder Todesangst dann in den Fußraum zurückgezogen oder vielleicht ist er auch irgendwie ohnmächtig geworden und ist dann zusammengesackt im Fußraum. Also das kann alles sein. Vielleicht hatte Rudolf Rupp aber auch tatsächlich den Plan, sich etwas anzutun und ist von sich aus einfach in die Donau hineingefahren. Er hatte gesundheitliche Probleme, er hatte sehr, sehr schwere finanzielle Probleme, auch mit seiner Familie, große Schwierigkeiten und dementsprechend ist auch das nicht sehr weit hergeholt. Vielleicht hat er sich dann eben in den Fußraum seines Wagens hineingesetzt und den Schlüssel noch abgezogen. Also das ist jetzt für mich nicht wirklich so ein Beweis dafür, dass er jetzt doch irgendwie ermordet wurde. Dieser Fall hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Nicht nur wegen der Art und Weise, wie es überhaupt alles passiert ist, sondern vor allen Dingen wegen der Polizeiarbeit, die normalerweise sehr gut und zufriedenstellend funktioniert. Zumindest, wenn man den Quoten und den Statistiken glauben mag. Aber hier und ganz besonders in diesem Fall sieht man, dass es dann oftmals auch Aufklärung um jeden Preis gibt. Denn allein wie diese Geständnisse offensichtlich zutage gekommen sind, nur dass der Fall dann aufgeklärt ist, zeigt einfach, dass es nicht immer fehlerfrei zugeht, was dann Menschen ihre Freiheit kosten kann und das über viele Jahre. Ja, meine Lieben, das war's jetzt mit diesem spektakulären und außergewöhnlichen Fall von Rudolf Rupp. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesen Fall kennt. Also ich war ja im Jahr 2001, wo das Ganze passiert ist, 18. Also das heißt, ich habe das damals voll mitbekommen und ich weiß noch, wie sich meine Eltern und auch meine Großeltern darüber unterhalten haben, was da los ist, noch dazu, weil es eben bei uns quasi um die Ecke passiert ist. Und das war wirklich was, was mir auch damals einen Schauer irgendwie über den Rücken hat laufen lassen, weil es wirklich ja am Anfang hieß, er wäre an die Hunde verfüttert worden. Das ist einfach was, was man auch nicht vergisst. Vor allen Dingen, wenn sich dann im Nachhinein herausstellt, dass das alles nicht gestimmt hat. Also schreibt mir gerne unten mal in die Kommentare, was ihr zu diesem wirklich außergewöhnlichen Fall sagt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut.